Hallo Leute und willkommen zu meinem Langzeit-Review vom MacBook Air mit M1-Chip. Ich nutze dieses MacBook Air bereits seit neun Monaten täglich und ich werde euch aus meiner Erfahrung berichten, euch erzählen, was vom anfänglichen Hype noch geblieben ist und wie gut das MacBook Air mit M1-Chip wirklich ist. Mit dem aktuellen MacBook Air 13 Zoll MacBook Pro, Mac Mini und 24 Zoll iMac haben wir schon ein etwas größeres Lineup an Macs, die mit einem Apple-eigenen Chip ausgestattet sind. Nämlich eben mit dem M1 Chip. Als Laptop habe ich eben, wie schon gesagt, neun Monate lang dieses MacBook Air im Alltag benutzt, während ich zuvor für eine längere Zeit das 16 Zoll MacBook Pro mit i9 benutzt habe. Vom Design her hat sich ja gegenüber dem Vorgängermodell nicht viel verändert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir ja schon eine optische Veränderung gewünscht. Wie es scheint, wollte Apple hier nun mal den neuen Chip verbauen. Eine optische Veränderung soll ja dann wahrscheinlich mit einem zukünftigen MacBook Air kommen. Die Verarbeitung und die allgemeine Qualität muss ich aber hier wie immer positiv hervorheben. Das war aus meiner Erfahrung bei MacBooks nie anders. Und auch nach neun Monaten hält sich das dann einfach sehr gut. Ich würde sogar fast sagen, es fühlt sich fast noch wie am Anfang an. Natürlich gibt es hier und da feine optische Abnutzungserscheinungen, das ist ganz normal. Aber im Großen und Ganzen hat es sich in den neun Monaten hier wirklich gut gehalten, muss ich sagen. Einen kleinen Cut habe ich oben an der Aluminiumkante beim Display, aber ansonsten sieht sie wirklich gut aus. Ich muss aber auch dazu sagen, ich passe da auch immer sehr gut auf. Es ist das erste Mal für mich überhaupt, dass ich ein MacBook Air besitze und somit auch im Alltag benutzt habe. Und ich muss schon sagen, ich habe es sehr genossen, dass ich hier mit dem MacBook Air das dünnste und leichteste MacBook habe und vor allem als ehemaliger 16 Zoll MacBook Pro User ist das natürlich ein sehr schöner und spürbarer Unterschied. Das kann Apple in Zukunft sicherlich noch weiter optimieren und sollte das auch machen, dann würde es den Namen MacBook Air noch mehr verdienen. Aber auch so war ich mit Dicke und Gewicht durchaus zufrieden. Auch mit dem Display war ich rein qualitativ durchaus zufrieden. Gefühlt gibt es da für mich jetzt auch nicht einen allzu großen Unterschied gegenüber dem, was ich vom MacBook Pro gewohnt bin. Es ist eher die maximale Helligkeit von 400 Nits, mit der ich hier nicht so ganz zufrieden war. Ich simuliere jetzt hier mit den Studioleuchten so typisches Raumlicht. Und wir sehen, da ist das Display auch schön hell, mehr als ausreichend hell. Und deswegen sage ich, in einem Raum war ich immer sehr zufrieden damit, da hat mich das nie gestört. Aber jetzt ist es nicht das MacBook Air, das dunkler geworden ist, es ist die Umgebung, die deutlich heller geworden ist. Ich versuche da jetzt einfach mal so Tageslicht draußen nachzustellen. Das MacBook Air ist nach wie vor auf maximale Helligkeit, wie auch in der vorherigen Szene. Und ich finde dafür, also zum Arbeiten unterm Tageslicht draußen zum Beispiel, sind die 400 Nits einfach zu schwach. Das könnte besser sein. Die 500 Nits zum Beispiel, die ich von einem MacBook Pro gewohnt bin, meiner Meinung nach hätte Apple das auch bei MacBook Air möglich machen müssen. Bei der Tastatur hat sich ja nicht allzu viel verändert. Es ist das Magic Keyboard, wie wir es auch schon vom Vorgängermodell oder von anderen MacBooks kennen. Es ist nicht mehr diese fehleranfällige Butterfly-Tastatur von früher. Ich möchte es trotzdem jetzt nicht unerwähnt lassen und einmal mehr sagen, dass mir dieses Magic Keyboard beim MacBook ganz gut gefällt. Mir gefällt der gleichmäßige Tastenanschlag, das allgemeine Schreibgefühl. Die Lautstärke vom Tastenanschlag kenne ich von dem ein oder anderen Laptop auch noch etwas besser, aber ist finde ich ja auch in Ordnung. Bei den Lautsprechern muss ich ehrlich sagen, bin ich einfach verwöhnt von den richtig guten 16-Zoll-MacBook Pro Lautsprechern. Mir ist aber auch klar, dass hier sowohl in der Breite als auch in der Dicke nicht so viel Platz zur Verfügung steht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass für diese Form des Gerätes, für diese Dicke und für die Größe die Lautsprecher hier trotzdem verhältnismäßig gut sind. Zum Konsumieren von YouTube-Videos, Filmen, Serien und so weiter ist es auf jeden Fall ausreichend gut. Und das gleiche kann ich auch über das Mikrofon sagen. Für die typischen Zwecke, Audio- und Videotelefonate oder Sprachnachrichten, die ich über iMessage oder WhatsApp auf dem Mac verschicke, für das ist es, finde ich, auch ausreichend gut. Auf der anderen Seite haben wir dann immer noch diese 720p Kamera. Apple hat es ja auch geschafft, im iMac 1080p zu verbauen. Und das hätte ich mir hier definitiv auch gewünscht. 720p sind nicht mehr zeitgemäß und gerade bei einem Gerät um diesen Preis sollte das, finde ich, nicht sein aber immerhin das Bild sieht trotzdem besser aus als bei der 720p Kamera von einem Intel iMac denn der M1 Chip kann das Bild softwareseitig noch optimieren und es ist wie gesagt ein Unterschied den man auch merkt was mir durchaus gut gefallen hat in diesen neun Monaten Nutzung, ist die Tatsache, dass der M1-Chip ja die Möglichkeit unterstützt, iPhone und iPad-Apps auf dem Mac zu installieren und zu nutzen. Nicht alle muss man dazu sagen, aber doch durchaus einige. Da gibt es sogar auch die ein oder andere App, wie zum Beispiel Airbnb, die in ihrer App-Form auf dem Mac, es ist ja die iPad-App eigentlich, besser läuft als die Website selber, zumindest meiner Erfahrung nach. Und auch die ein oder andere App, die ich auf dem iPhone gerne nutze, konnte ich dann direkt auf dem Mac öffnen. Das war schon praktisch, finde ich. Als nächstes komme ich zu einer ganz interessanten Eigenschaft. Das MacBook Air besitzt keinen Lüfter, keine aktive Kühlung, sondern nur so einen Wärmeleiter aus Aluminium. Wie sieht da meine Erfahrung bisher aus? Natürlich habe ich es genossen, nie einen Lüfter hören zu müssen, egal wie sehr ich das Gerät belastet habe. Und selbst unter voller Last ist das Gerät aber auch nie wirklich unangenehm heiß geworden. Das heißt nicht so heiß, dass es unangenehm wäre, es auf dem Schoß zu haben. Natürlich ist es sehr warm geworden, wenn ich es voll belastet habe. Aber für mein Empfinden nicht unangenehm heiß, wie wir es zum Beispiel von Intel Max kennen, wenn sie eben unter voller Last stehen. Und wenn das Gerät dann über längere Zeit unter Volllast steht, zeigen ja auch schon einige Tests, dass die Leistung dann nur um bis zu 15% gedrosselt wird. Das ist verhältnismäßig sehr wenig. Und tatsächlich habe ich bisher zumindest nie gefühlt einen Leistungsabfall bemerken können, wenn ich mal wirklich für eine längere Zeit durchgehend an einem 4K Videoprojekt in Final Cut Pro oder an mehreren Raw-Fotos in Affinity Photo gearbeitet habe. Also eines kann ich ganz klar sagen. Hinsichtlich Lüfter, Hitzeentwicklung, Leistungsabfall und solchen Dingen hat dieses MacBook Air überhaupt nichts mehr mit seinem Vorgängermodell zu tun. Ein großes Highlight ist hier für mich nach wie vor die Akkulaufzeit. Auch in der Hinsicht hat dieses MacBook nichts mehr mit dem zu tun, was ich sonst von Intel MacBooks gewohnt war. Kurz gesagt, für mich ist die Akkulaufzeit hier wirklich ausgezeichnet. Und auch die Tatsache, dass ich nach 9 Monaten Nutzung immer noch 100% maximale Kapazität habe und, wie man hier sehen kann, auch nur 50 Ladezyklen verbraucht habe, ist denke ich schon auch ein Beweis dafür, wie gut dieser Akku gehalten hat, denn solche Werte hatte ich bei einem MacBook, das ich täglich genutzt habe, bisher noch nie. Vor allem wenn man diese Zahl auf 9 Monate umrechnet, wird auch klar, wie lange der Akku im Durchschnitt bei mir gehalten hat. Natürlich ist ja auch klar, an manchen Tagen habe ich es weniger intensiv benutzt, an manchen habe ich es intensiver benutzt, aber alles im allem hatte ich hier ja nie das Gefühl, dass ich auf den Akku schauen muss, egal was ich mit dem MacBook gemacht habe. Und da möchte ich auch nochmal an den Test erinnern, den ich damals in meinem Review gemacht habe. Mit beiden Geräten habe ich einige Benchmark- und Performance-Tests gemacht und dann noch einen Praxistest, wo ich ein 4K-Videoprojekt in Final Cut Pro exportiert habe. Beide waren natürlich 100% geladen und nach diesen Tests hatte das 16-Sol MacBook Pro noch 26% und das MacBook Air noch ganze 77%. Jetzt komme ich aber mal zum M1 Chip bzw. zur Performance selber. Auf technische Details möchte ich jetzt nicht so eingehen, das habe ich damals genug in meinem Review gemacht, möchte aber trotzdem auch nochmal hier auf den Test hinweisen, den ich damals in meinem Review gemacht habe. Das MacBook Air hat das 16 Zoll MacBook Pro mit i9 in seiner stärkeren Form bei einigen Tests geschlagen, bei manchen Tests waren sie gleich auf und bei einem Test hat das MacBook Pro gewonnen. Alles im allem hat es aber schon gezeigt, was für eine beeindruckend gute Leistung für einen 13 Zoll Laptop dieser Form in diesem MacBook Air steckt. Es sind aber nicht nur die leistungsaufwendigen Dinge, es ist auch die gefühlte Performance im Alltag, die ich hier hervorheben muss. In der Hinsicht übertrifft es gefühlt jeden Intel Mac, den ich bisher benutzt habe. Es übertrifft sogar für mein Gefühl leicht meinen 27 Zoll iMac, den ich in seiner stärksten Form habe, wie es ihn aktuell zu kaufen gibt. Es ist die Tatsache, wie schnell sich hier Apps öffnen und schließen, wie schnell das Gerät aus dem Ruhezustand aufgeweckt wird, wie reaktionsschnell das einfach alles ist. Das fühlt sich tatsächlich wie auf einem ganz neuen iPhone oder iPad an. So etwas haben wir jetzt hier auch auf den Macs mit dem M1 Chip. Auf der anderen Seite, wie ich ja schon erwähnt habe, konnte ich auch immer leistungsaufwendigere Dinge hier durchaus bequem machen. Ich habe unterwegs immer wieder mal an einem 4K Videoprojekt gearbeitet oder eben Raw-Fotos in Affinity Photo bearbeitet. Das alles konnte ich hier wirklich bequem machen. Natürlich kommt es bei weitem nicht an mein Hauptarbeitsgerät, an meinen 27 Zoll iMac heran. Aber für einen Laptop, für so ein mobiles Gerät, vor allem, wie ich schon gesagt habe, für einen 13 Zoll Laptop dieser Form, ist das durchaus eine sehr gute Leistung. Übrigens, das MacBook Air, das ich hier habe, ist das mit der 8-Kern-GPU, 16 GB RAM und der 512 GB SSD. Und gerade bei dieser Leistung gibt es die ein oder anderen User, die vielleicht auch von 32 GB RAM profitieren würden. Klar ist natürlich, für viele werden 8 oder 16 GB voll ausreichen. Aber bei meinem 27-Zoll-iMac zum Beispiel werden nicht selten ca. 20 bis 30 GB von den insgesamt 32 GB, die ich hier habe, aktiv ausgenutzt, wenn ich in Final Cut Pro zum Beispiel an etwas arbeite. Für die nächste Generation des M1-Chips würde ich mir auf jeden Fall eine 32GB RAM-Option wünschen. Dann haben wir hier auf der linken Seite nur zwei USB-C-Anschlüsse. Das war beim Vorgängermodell auch nicht anders. Ist aber durch den M1-Chip jetzt auch beim 13Zoll MacBook Pro so. Da fehlt mir auf der rechten Seite zumindest ein USB-C-Anschluss, würde ich persönlich bequemer finden. SD-Karten, Reader, HDMI-Anschluss und solche Sachen gibt es hier sowieso schon länger nicht mehr. Die Tatsache, dass hier nicht mehr wie früher zwei externe 4K-Displays, sondern nur noch ein externes 6K-Display unterstützt wird, war für mich persönlich bisher nicht so relevant. Ich sag's trotzdem dazu. Angeblich gibt es doch einen Workaround, wie man doch mehr Displays am MacBook Air mit M1-Chip anschließen kann, aber so eine offizielle Unterstützung von Apple gibt es da eben nur für ein 6K-Display. Wie sieht meine Erfahrung mit Apps und dem M1-Chip aus? Apps sind entweder schon für den M1-Chip optimiert, falls nicht? Dann werden diese Intel-Apps mit Rosetta 2 übersetzt, um auf dem M1-Chip zu laufen. Bei meiner Nutzung ist mir bisher noch keine einzige App begegnet, die Probleme gemacht hat unter dem M1-Chip. Liegt aber sicherlich auch daran, dass ich hauptsächlich Drittanbieter-Apps nutze, die bereits für den M1-Chip optimiert sind oder Apps, die von Apple selber sind. Es gibt aber durchaus noch die ein oder andere speziellere App, die auf dem M1-Chip nicht so rund läuft. Schreibst da gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, sofern ihr einen M1-Chip nutzt. Nicht vergessen sollte man natürlich auch, dass auf dem M1-Chip der Bootcamp-Assistent für die Windows-Installation nicht mehr zur Verfügung steht. Für mich ist es schon länger her, dass ich parallel auf dem Mac Windows genutzt habe, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen auch interessant. Aber für all diejenigen, die hier auch unbedingt Windows nutzen wollen, Parallels in der neuesten Version unterstützt inzwischen auch schon den M1-Chip. Letztendlich bin ich dann der Meinung, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hier gegenüber dem Vorgängermodell, den Intel MacBook Airs, definitiv besser geworden ist. Denn der Preis hat sich nicht allzu viel verändert, aber gerade hinsichtlich Performance und Akkulaufzeit bekommen wir jetzt deutlich mehr als früher. Aber auch allgemein am Markt, wenn ich jetzt mal einen vergleichbaren Windows Laptop hernehme. Auf der einen Seite haben wir ein MacBook Air oder 13 Zoll MacBook Pro. Und auf der anderen Seite würde ich jetzt mal vergleichbar hernehmen, zum Beispiel ein aktuelles Dell XPS 13 Modell. Das kostet auch kaum weniger. Von daher sage ich es nochmal, durch den M1 Chip und all seine Auswirkungen, die er auf das MacBook Air hat, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier für mich besser geworden. Das einzige, wo Apple wie immer übertreibt, sind diese ganzen Upgrade-Preise. Zusammengefasst, es gibt, wie ihr gesehen habt, für mich persönlich durchaus die ein oder andere Sache, die ich mir anders oder besser gewünscht hätte, aber ganz klar dominieren hier für mich Akkulaufzeit und Performance und das Ganze ohne Lüfter mit einem dafür durchaus guten Wärmemanagement und einer Performance, die sogar unter hoher Last gut gehalten werden kann. Und das alles in einem MacBook Air, in einem 13-Zoll-Laptop dieser Form, dieser Dicke und dieser Größe. Also aus gutem Grund kann ich hier behaupten, dass ich in diesen neun Monaten insgesamt sehr zufrieden mit diesem Gerät war. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der M1-Chip ein sehr großer Schritt für die Macs ist und ich bin auch schon sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze in Zukunft noch weiterentwickeln wird. Und sofern ihr ein MacBook Air mit M1-Chip nutzt oder vielleicht auch einen anderen Mac mit M1-Chip, schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.